Wer die bunten 90er Jahre miterlebt hat, der will so manches davon vielleicht lieber wieder vergessen. Macarena in Dauerschleife, Arschgeweihe, Tamagotchis, Eurodance, lahme Modems, die Geräusche machten, als sei der Teufel in die Leitung gefahren. Aber für Gamer waren die 90er auch ein goldenes Zeitalter. Eines, in dem Kultentwickler wie Bullfrog, Origin, LucasArts oder id Software so viele Hits raushauten, dass einem Hören und Sehen verging. Es waren Studios, die Maßstäbe gesetzt haben. Und eines von ihnen war Westwood. Vor allem mit seiner Command & Conquer-Serie war Westwood lange Zeit nicht zu bremsen. Man wusste, wo das grüne Logo drauf war, steckte Qualität drin. Das Studio wuchs langsam von einer Garagenbutze auf rund 100 Mitarbeiter ran und produzierte einen Top-Titel nach dem nächsten. Doch 2003 fand die Erfolgsgeschichte ein vorläufiges Ende und nochmal 10 Jahre später war dann wirklich der Ofen aus. Doch Westwood hinterlässt auch ein gewaltiges Erbe und eine treue Community, die das Andenken wacker hochhält. Und das wollen wir heute auch tun. In diesem Video gehen wir zurück zu den Anfängen und zeigen euch, mit welchen Spielen sich Westwood damals an die Spitze gearbeitet hat, welche Projekte den Bach runtergingen, wie das Team nach und nach eingestampft wurde und warum der Stern von Westwood selbst heute noch strahlt. Willkommen in unserem Rückblick, Commander. Westwoods Geschichte begann, wie so oft, mit guten Freunden und einer verrückten Idee. Im Jahr 1985 beschlossen Brad Sperry und Louis Castle in Las Vegas, Nevada, eine bescheidene Garagenfirma zu gründen. Der Name? Westwood Associates. Die jungen Programmierer hatten bereits erste Erfahrungen im Portieren von Software gesammelt. So konnten sie schnell Kontakte zur Spieleindustrie knüpfen und neue Aufträge an Land ziehen, unter anderem für namhafte Studios wie Epix oder SSI. In den ersten Jahren kümmerte sich Westwood dann vor allem darum, unterschiedlichste Spiele auf den Amiga, Atari ST oder C64 zu portieren. Nicht die spannendste aller Aufgaben, aber es brachte wichtige Erfahrung und etwas Geld in die Kasse. Ein Jahr später war das Team auf 6 Leute angewachsen und zog in ein erstes richtiges Büro. 1988 gelang Westwood dann die erste richtige Eigenentwicklung. Mars Saga auf dem C64 war ein rundenbasiertes Sci-Fi-Rollenspiel, für das man ausgerechnet Electronic Arts als Publisher gewinnen konnte. Könnt ihr euch schon mal für später vormerken, da steckt nämlich eine gewisse Ironie dahinter. Das Spiel wurde später überarbeitet und unter dem Titel Minds of Titan nochmal für MS-DOS veröffentlicht. Fast zur gleichen Zeit brachte Westwood außerdem Battletech, The Crescents, Hawk's Inception raus. Das Rollenspiel war eine der ersten Battletech-Umsetzungen überhaupt und bekam 2 Jahre später noch einen Nachfolger spendiert, der sich nun aber komplett als Echtzeit-Taktikspiel präsentierte. Da legte Westwood also gleich schon mal ein paar wichtige Grundlagen. Schließlich zog man dann einen richtig guten Deal an Land. Da SSI mit der Zusammenarbeit zufrieden war, erhielt Westwood den Zuschlag, künftig auch Spiele mit der Dungeons & Dragons Lizenz zu entwickeln. Und die war zu der Zeit richtig begehrt. Westwood machte sich an die Arbeit und bastelte zuerst das ungewöhnliche Hillsfar, ein schräger Genremix aus Rollenspiel, Abenteuer und Action. Danach folgten weitere Arbeiten für SSI, zum Beispiel das grafisch anspruchsvolle Dragonstrike. Das war im Grunde ein Dungeons & Dragons Flugsimulator, in dem ihr auf dem Rücken eines Drachens durch 3D-Umgebungen düsen, Aufgaben erfüllen und Feinde mit Klauen, Feuer und Magie wegmachen konntet. Für das Team war es vor allem technisch ein großer Schritt nach vorn. Der große Durchbruch gelang dann im Jahr 1991. Westwood versuchte sich damals an einem Rollenspiel im Stil von Dungeon Master, nur diesmal eben mit der D&D-Lizenz. Das Ergebnis war Eye of the Beholder, ein klassisch guter Dungeon-Crawler aus der Ego-Perspektive, in dem ihr 4 Helden durch finstere Kerker scheucht. Obwohl man das Regelwerk ein bisschen verbiegen musste, ging das Konzept auf. Das Spiel wurde ein voller Erfolg und kassierte Top-Wertungen in der Fachpresse. Eye of the Beholder sollte schon in kurzer Zeit 2 Nachfolger bekommen, von denen allerdings nur noch Teil 2 aus der Feder von Westwood stammte, denn das kleine Team hatte zu der Zeit schon größere Pläne.
Anfang der 90er Jahre hatte Westwood damit begonnen, eine neue Abenteuerserie zu konzipieren, die Fables and Fiends heißen sollte. Keine schlechte Idee, schließlich waren Adventures zu der Zeit schwer angesagt. Das erste Spiel sollte The Legend of Kyrandia heißen und weckte das Interesse von großen Firmen wie Sierra und Virgin Interactive. Sierra schlug sogar vor, Westwood Associates kurzerhand zu übernehmen. Doch als die Entwickler erkannten, dass sie damit ihre kreative Freiheit verlieren würden, lehnte Westwood dankend ab. Stattdessen entschied man sich für Virgin, denn die versprachen, die künstlerische Freiheit bei Westwood zu belassen. Castle und Sperry schlugen ein und damit hatten ihre Geldsorgen ein Ende. Westwood Associates wurde ein Tochterunternehmen von Virgin Interactive und benannte sich in Westwood Studios um. Das Team erhielt nochmal kräftig Zuwachs und zog in ein modernes Bürogebäude um. Damit war Westwood besser aufgestellt denn je und konnte nun aus allen Rohren feuern. Den Anfang machte The Legend of Kyrandia, das im August 1992 erschien. Das Adventure präsentierte sich in wunderschöner VGA-Grafik mit detaillierten Animationen und liebevoll handgepixelten Sequenzen. Spätestens jetzt war allen klar, die Grafiker von Westwood, die können was. Das Spiel erzählte die Geschichte von Brandon, der versucht, den bösen Magier Malcolm zu stoppen und seinen versteinerten Großvater wiederzubeleben. Das Ganze war überwiegend humorvoll ausgelegt, wobei Dialoge und klassische Puzzles eine deutlich geringere Rolle einnahmen als zum Beispiel in Monkey Island. Manche Rätsel waren auch ziemlich frustig und ließen sich eher durch Zufall als durch Logik lösen. Ein Genre-Meilenstein war es also bei weitem nicht. Trotzdem wurde das Spiel ein Erfolg und bekam noch 2 gute Fortsetzungen spendiert. May I help you? He asked for me. Why would he visit you? What do you want, boy? Noch im gleichen Jahr lieferte Westwood aber endlich das Spiel ab, das die Firma für immer prägen sollte. Dune 2, oder wie es ursprünglich heißen sollte, Dune Battle for Arrakis. Die 2 im Titel musste Westwood eher unfreiwillig einbauen. Virgin hatte nämlich schon ein anderes Dune-Spiel in Auftrag gegeben, das bei Cryo Interactive entstehen sollte. Der Mix aus Strategie und Adventure machte eine turbulente Entwicklung durch, wurde am Ende aber doch noch irgendwie fertiggestellt. Davon erfuhr man bei Westwood aber erst kurz vor Release und das war zu spät, um noch irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Darum beschloss man einfach, dem Titel eine 2 dran zu hängen, was für einige Verwirrungen beim Käufer sorgte, denn obwohl beide Dune-Spiele im gleichen Jahr erschienen, hatten sie nichts miteinander zu tun. Mähdresche. Dune 2 war nämlich ein lupenreines Echtzeitstrategiespiel und etablierte damit eine Formel, die danach zum Goldstandard im ganzen Genre werden sollte. Wo andere Strategiespiele kompliziert und langatmig waren, spielte sich Dune 2 schnell, actionreich und vor allem in Echtzeit. Es konzentrierte sich ganz auf den militärischen Aspekt, kombiniert mit flottem Basisbau und der Jagd auf wertvolle Ressourcen. Man hatte die Wahl zwischen 3 Häusern, den Atreides, Harkonnen und Ordos. Alle Kampagnen drehten sich darum, kostbare Spice auf dem Wüstenplaneten zu ernten, den Sandwürmern aus dem Weg zu gehen und natürlich die gegnerische Basis platt zu machen. Das gesammelte Spice wurde in Geld umgewandelt, mit dem ihr neue Gebäude wie Kasernen, Fabriken und Raumhäfen platzieren durftet. Dort wurden Soldaten, Wüstenfahrzeuge, Panzer, Lufteinheiten und vieles mehr hergestellt, mit denen man dann versuchte, den feindlichen Stützpunkt anzugreifen. Fast jede Mission brachte neue Gebäude und Einheiten, was damals ganz schön motivierend war. Auch bei der Präsentation zog Dune 2 alle Register. Wo sich andere Studios noch mit Standbildern zufrieden gaben, brachte Westwood bereits ein wunderschön gepixeltes Introfilmchen zusammen. Zusammen mit der MIDI-Musikuntermalung kam da richtig Atmosphäre auf. Dune 2 wurde kurz danach auch für Amiga und Sega Mega Drive umgesetzt, wobei die Konsolenfassung sogar ein verbessertes Interface und eine neue Grafik verpasst bekam. Für die damalige Zeit also ganz schön fortschrittlich. Ein Jahr nach Dune 2 kehrte Westwood wieder zu den Rollenspielen zurück. Doch anstatt weiter die D&D-Lizenz zu beackern, beschloss man diesmal eine brandneue Marke auf die Beine zu stellen. So war Lands of Lore, The Throne of Chaos geboren,
Ein Rollenspiel im Fahrwasser von Dungeon Master, das aber auch eigene Akzente setzen konnte. So gab es zum Beispiel keine freie Charaktererstellung mehr, sondern man suchte sich einfach eine von mehreren Heldenfiguren aus. Umständliche Regeln und Charakterbögen voller Zahlen fielen weg. Man konnte einfach drauf losspielen. Die Steuerung war simpel, eine Automap sorgte für Übersicht und auch die Präsentation war wieder mal gelungen. Ein weiterer Erfolg für die Entwickler von Westwood, die nun endgültig auf der Überholspur waren. Excuse me, lad. Are you with King Richard? I need to get into the keep and I have forgotten the password. In den nächsten Jahren brachte Westwood nicht nur die Fortsetzungen von Legend of Kyrandia auf den Markt, sondern kehrte auch nochmal ins Konsolengeschäft zurück. Nach eher unbedeutenden Titeln wie Young Merlin sorgte dann vor allem The Lion King für Aufsehen, das 1994 als Auftragsarbeit für Disney entstand. Eine enge Deadline ließ den Entwicklern wenig mehr als ein halbes Jahr Zeit und zu allem Übel war der Film noch gar nicht fertig, was die Arbeiten enorm erschwerte. Das 18-köpfige Team schob lange Überstunden, um das Jump'n'Run gerade noch rechtzeitig abzuliefern. Der hohe Schwierigkeitsgrad sorgte bei Release zwar für Kritik, doch die wunderschön animierte Grafik, an der auch Disney-Spezialisten beteiligt waren, tröstete die Käufer locker darüber hinweg. The Lion King wurde auf dem Sega Mega Drive und Super Nintendo zum Millionenseller. Für Westwood ein riesiger Erfolg. Im September 1995 wagte das Team dann gleich noch einen Ausflug in unbekannte Gewässer und setzte für Hasbro den Brettspielklassiker Monopoly für Windows um. Das bewährte Spielprinzip wurde mit simpler Steuerung, einer cleveren KI und hübschen 3D-Animationen aufgefrischt. Sicher kein kreativer Meilenstein, aber für Westwood und Hasbro entpuppte es sich als überraschend starker Release, der wieder viel Geld in die Kassen spülte. Fast gleichzeitig mit Monopoly hatte Westwood aber noch ein anderes Spiel fertiggestellt. Es erschien am 26. September 1995 für MS-DOS und sollte die Zukunft der Firma für immer verändern. Der Name? Command & Conquer, der Tiberium-Konflikt. Command & Conquer war als ein geistiger Nachfolger von Dune 2 geplant, übertraf aber sämtliche Erwartungen. In kürzester Zeit war dieses C&C in aller Munde, es hagelte Top-Wertungen und nach nicht mal einem Jahr hatte Virgin schon 1 Million Einheiten verkauft, selbst nach heutigen Maßstäben eine fantastische Zahl. Ursprünglich sollte Command & Conquer übrigens ein Sword-and-Sorcery-Spiel werden mit Rittern auf Pferden, Elfen, Goblins und so weiter. Nach einer Weile warf man das Konzept aber über Bord und dachte sich ein brandneues Kriegsszenario in der nahen Zukunft aus. Im Zentrum stand der Kampf zwischen zwei Supermächten, das westliche Militärbündnis GDI gegen die terroristische Bruderschaft von Nott. Unsere Basis wird angegriffen. Die zwei Fraktionen boten deutlich mehr Abwechslung als die Häuser in Dune 2, denn hier hatte jede Seite ihre eigenen Spezialgebäude, Einheiten und Taktiken. Die GDI hatten beispielsweise fliegende Orcas und starke Mammutpanzer oder sie ballerten mit einer orbitalen Ionenkanone einfach ganze Gebäude weg. Nott setzte dafür auf Tarnpanzer, Flammenwerfersoldaten und einen mächtigen Laserabwehrturm. Die ungleichen Parteien sorgten im Mehrspielermodus für durchgezockte Nächte, auch wenn der anfangs nur über Netzwerk- oder Nullmodemkabel möglich war. Aber auch das ausgefeilte Design hob C&C weit von der Konkurrenz ab. Angefangen bei einer grandios gestalteten Installationssequenz, über das stylische Hauptmenü bis hin zu den kultigen Videos, in denen Westwood erstmals aufwendige Rendereien mit echten Schauspielern kombinierte. Die kurzen Filmchen, die zwischen Missionen eingespielt wurden, entwickelten sich schnell zum Markenzeichen der Serie. Das gilt vor allem für ihn hier. Joseph D. Kuechken, der die Rolle von Kane spielt, dem charismatischen Oberhaupt von Nott. Er war übrigens nicht nur der einzig erfahrene Schauspieler am Set, sondern kümmerte sich auch als Regisseur darum, dass Westwoods Zwischensequenzen immer pünktlich im Kasten waren. Ebenso kultverdächtig wie die Videos war natürlich auch der Soundtrack, mit dem sich Frank Klepacki endgültig als Westwoods Haus- und Hofkomponist etablieren konnte. Stücke wie das schmissige Act on Instinct sind bis heute untrennbar mit der Faszination C&C verbunden. Spielerisch gab es gegenüber Dune 2 zahllose Verbesserungen,
Befehle erfolgen nun beispielsweise über einen dynamischen Mauszeiger, Einheiten ließen sich per Rahmen auswählen und gruppieren, dazu gab es nun eine praktische Bauleiste am Seitenrand. Auch das Missionsdesign präsentierte sich abwechslungsreicher, es gab zum Beispiel Maps ohne Basisbau oder solche, auf denen man nur eine Kommandoeinheit steuerte. Perfekt war es aber natürlich nicht, gerade das Balancing hatte etliche Probleme und auch die KI sorgte öfter mal für Kopfschütteln. Kenner lachen zum Beispiel bis heute über die strunzdoofen Tiberium-Ernter oder den Sandsack-Trick, mit dem man den Gegenspieler einfach in seiner Basis einsperren konnte. Doch am Erfolg konnte sowas nicht rütteln. Heute wird Command & Conquer sogar zu den einflussreichsten PC-Spielen überhaupt gezählt. Gerade in Deutschland hatte das Spiel eine große Fanbase und das, obwohl C&C hierzulande nur geschnitten erscheinen durfte. Um einer Indizierung zu entgehen, wurden die Soldaten nämlich in der deutschen Fassung zu Cyborg-Einheiten umfunktioniert. Schon kurz nach dem Release ließ man eine Erweiterung namens Ausnahmezustand folgen. 1996, also nur ein Jahr nach der Erstveröffentlichung, kam außerdem eine Neuauflage namens Command & Conquer Gold auf den Markt. Diese Windows 95-Version verdoppelte die VGA-Auflösung auf zeitgemäße 640x480 Pixel, was deutlich besser aussah und mehr Übersicht brachte. Außerdem wurde der Multiplayer erweitert und konnte nun auch online gespielt werden. In den kommenden Jahren erschienen außerdem noch Konsolenumsetzungen für Sega Saturn und Sony PlayStation. Später gab es sogar eine ordentliche N64-Version, die bei Looking Glass Studios programmiert wurde und zum ersten Mal in der Serie vollständige 3D-Grafik hatte. Westwood war nun bestens eingespielt und hatte so viele Ideen, dass man in nur einem Jahr einen Nachfolger entwickeln konnte. Command & Conquer Alarmstufe Rot. Das Spiel erschien schon im November 1996 für PC und ein Jahr später für die Sony PlayStation, stellte ein Prequel zum ersten Teil dar und führte ein neues Setting ein, in dem Albert Einstein in die Vergangenheit reist, um Hitler aus dem Weg zu räumen. Das hat zur Folge, dass sich die Sowjetunion zu einer Großmacht entwickelt und nun mit den Alliierten einen neuen Weltkrieg anzettelt. Alarmstufe Rot war ursprünglich als Add-on zum ersten C&C konzipiert und das merkte man auch. Abgesehen von der SVGA-Auflösung sah das Spiel nämlich fast genauso aus wie der Vorgänger. Auch das Gameplay blieb fast identisch, wurde aber mit vielen Details verbessert oder ergänzt. Yes, sir. Affirmative. Die Maps waren beispielsweise größer als im Vorgängerspiel. Es gab mehr Lufteinheiten und auch Seeeinheiten durfte man diesmal bauen. Ungewöhnliche Truppentypen wie Spione oder Wachhunde erlaubten abwechslungsreichere Missionen und völlig neue Taktiken. Es machte sich auch im Mehrspielermodus bemerkbar, der schon von Haus aus online spielbar war. Dazu gab es einen Karteneditor und erstmals auch einen Skirmish-Modus. Westwood hatte also genau das richtige Paket geschnürt, um bei den Fans zu punkten. Und so wurde auch Alarmstufe Rot zu einem Verkaufsschlager. Ein Jahr später kamen noch die beiden Add-ons Gegenangriff und Vergeltungsschlag raus, die neue Missionen und frische Einheiten mitbrachten. Die beiden Erweiterungen wurden allerdings nicht von Westwood selbst entwickelt, denn die waren zu der Zeit schon mit zig anderen Projekten beschäftigt. Stattdessen ließ man die Missions-CDs von dem Londoner Studio Intelligent Games umsetzen. Und das klappte scheinbar so gut, dass die beiden Teams danach noch häufiger zusammenarbeiten sollten. Westwood wuchs und wuchs und konnte so noch im gleichen Jahr drei weitere Spiele rausbringen. Im September 1997 kam endlich das lang erwartete Lands of Lore Götterdämmerung auf den Markt und präsentierte sich erstmal ziemlich ungewohnt. Lands of Lore 2 wich in vielen Punkten stark vom Vorgänger ab und spielte sich deutlich moderner, fast wie ein Action-Adventure. Diesmal gab es zum Beispiel keine Party mehr, sondern nur noch einen einzigen Helden, der unfreiwillig die Gestalt eines kleinen Echsenwesens oder eines Monsters annehmen konnte. Lands of Lore 2 ließ außerdem die 90-Grad-Korridore aus dem ersten Teil hinter sich und setzte auf eine brandneue 3D-Engine, dank der man sich frei umsehen und mit der Umgebung interagieren konnte. Die Technik stieß bei Release zwar auf einige Kritik, es gab aber zumindest hübsche Echtzeitbeleuchtung, ein paar richtig scharfe Texturen und hier und da wurden gefilmte Schauspieler direkt in die Spielgrafik eingebunden. Das Spiel konnte also ganz schön schick aussehen, wenn es nur wollte. Westwood-typische Rendervideos, hochwertige Musik und saubere Sprachausgabe sorgten außerdem für dichte Atmosphäre. Unterm Strich fielen die Wertungen trotzdem gemischt aus und an den Ruf des ersten Teils konnte Lands of Lore 2 darum leider nicht mehr anknüpfen.
Nur 2 Monate später hatte Westwood schon den nächsten AAA-Titel fertig. Blade Runner war ein grafisch aufwendiges Point-and-Click-Adventure, das eine brandneue Handlung erzählte und dabei den Stil von Ridley Scotts Kinovorlage nahezu perfekt einfing. Vor allem die vorgerenderten Videokulissen überzeugten mit toller Beleuchtung, schicken Kamerafahrten und vielen Details. Die Charaktere konnten da leider nicht mithalten, die wurden nämlich mit Voxeltechnik umgesetzt, wodurch die Figuren brutal aufpixelten. Spielerisch ging Blade Runner neue Wege. Die Handlung verlief, mehr oder weniger, nicht linear. Manche Charaktere konnten zum Beispiel rumlaufen oder entpuppten sich im Spielverlauf zufällig als Replikanten. Westwood bezeichnete das Spiel darum auch gerne als Echtzeit-Adventure. Klassische Rätsel suchte man aber leider vergebens. Stattdessen gab es coole Fotoscanner oder Psychotests für verdächtige Charaktere. Blade Runner war überaus ambitioniert und verkaufte sich gut. Doch wegen der hohen Entwicklungskosten konnte man sich nicht dazu durchringen, einen Nachfolger zu produzieren. Und damit war Blade Runner auch schon das letzte große Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Westwood. Ende 1997 wagte man dann noch einmal ein interessantes Experiment und veröffentlicht Command & Conquer Soul Survivor. Das Ding war ein schräger Mehrspieler-Spin-Off, in dem ihr mit einer einzigen Einheit über C&C-typische Karten flitzen und Gegner bekämpfen musstet. Im Grunde so eine Art Deathmatch aus der Vogelperspektive. Und das ließ halt selbst hartgesottene Fans ziemlich kalt. Soul Survivor konnte nie richtig Fuß fassen und ein paar Jahre später wurden die Server endgültig runtergefahren. 1998 geriet Virgin Interactive in finanzielle Schwierigkeiten und sah sich gezwungen, seine nordamerikanische Games-Sparte abzustoßen. Und dann passierte es. Electronic Arts kaufte die Westwood Studios und alle seine Markenrechte für 122,5 Millionen US-Dollar. Die Firmengründer Brad Sperry und Lewis Castle erhielten außerdem 5-Jahres-Verträge mit EA und blieben so noch eine ganze Weile am Steuer. Doch die Übernahme zog noch weitere Kreise. EA kaufte nämlich nicht nur Westwood, sondern hatte gleichzeitig auch noch die Burst Studios geschluckt. Auch das war ein Entwicklerteam von Virgin, allerdings mit Sitz in Irvine, Kalifornien, also ganz in der Nähe von Los Angeles. Das Studio war vor allem mit dem Adventure Toonstruck in Erscheinung getreten, doch damit war es nun vorbei. Nach der Übernahme durch EA wurde Burst Studios in Westwood Pacific umbenannt. Damit hatte Westwood nun offiziell 2 Teams an unterschiedlichen Standorten. Kaum war die ganze Aktion über die Bühne gegangen, da veröffentlichten Westwood und Intelligent Games auch schon Dune 2000. Ein vollständiges Remake von Dune 2, das im September 1998 erschien. Inhaltlich bewegte sich das Remake extrem nah an der Vorlage. Man spielte also die gleichen Häuser und verfolgte wieder die gleichen Ziele. Auch Einheiten und Gebäude wurden im Grunde übernommen. Technisch und spielerisch stellte Dune 2000 aber eine Weiterentwicklung von Alarmstufe Rot dar, weshalb es auch oft das C&C in der Wüste genannt wurde. Manchen Fans war das schon zu unzeitgemäß, andere dagegen freuten sich über das vertraute Spielgefühl. Grafisch war die Wüstenschlacht zwar schon etwas angestaubt, doch dafür konnten die aufwendigen Videos punkten. Die Filmchen erzählten zwischen den Missionen eine neue Story. Alle Darsteller trugen nun aufwendige Kostüme und mit John Rhys Davies hatte man sogar einen prominenten Darsteller an Bord. Für einen Kassenschlager reichte es aber trotzdem nicht und auch die Wertungen fielen diesmal eher durchschnittlich aus. Übrigens nicht nur auf dem PC, denn ein Jahr später kam Dune 2000 auch mit brandneuer 3D-Grafik auf die PlayStation. Es sollte dann aber für lange Zeit das letzte RTS von Westwood bleiben, das für eine Konsole erscheint. Das Jahr 1999 begann für Westwood mit einer Enttäuschung. Lands of Lore 3 wurde im März für den PC veröffentlicht und sorgte bei Release für breites Schulterzucken. Vor allem die altmodische Grafik lockte niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Die Engine unterstützte nun zwar von Haus aus 3D-Beschleuniger, doch die pixeligen Figuren und detailarmen Umgebungen waren einfach zu veraltet. Die Action wirkte ungelenk, das Level-Design einfallslos. Auch die Story wurde im Spielverlauf immer absurder und die Filmsequenzen verloren ohne echte Schauspieler an Flair. Lands of Lore 3 wurde ein Flop und erntete bestenfalls durchschnittliche Wertungen. Ein unrühmliches Ende für Westwoods Rollenspielserie, die EA danach endgültig zu den Akten legte. Wie soll ich denn meine Seele wiederbekommen? Wo soll ich denn diese Hunde finden?
Welcome back, Commander. Doch noch im gleichen Jahr lieferte Westwood ein weiteres Spiel ab, auf dem nun alle Hoffnungen ruhten. Command & Conquer Tiberian Sun. Die lang ersehnte Fortsetzung war fast 4 Jahre in Entwicklung. Zwischenzeitlich musste Westwood das Projekt immer wieder verschieben. Der Hype um C&C hatte zu dieser Zeit einen neuen Höhepunkt erreicht. In Previews hatte Westwood viel versprochen, zum Beispiel eine brandneue Engine mit allerlei Finessen, dynamische Schlachtfelder und eine ausgefeilte KI. Doch als das Spiel erschien, machte sich auch Ernüchterung breit. Grafisch war das Spiel längst nicht so schick wie versprochen und die mit Voxeln berechneten Einheiten gingen in manchen Levels regelrecht unter. Bugs und Balancing-Schwächen zeigten außerdem, dass das Spiel etwas zu früh veröffentlicht wurde. Trotzdem hatte Tiberian Sun noch eine ganze Menge zu bieten und konnte immer noch gute Wertungen einfahren. Der Kampf zwischen Nod und GDI geriet noch futuristischer, bekam jetzt Mechs, Schwebepanzer, unterirdische Transporter und Energiezäune zum Einsatz. Neue Spielmechaniken wie Tunnels, ein Veteranensystem, Höhenstufen und vieles mehr ermöglichten neue Taktiken. Die Kampagne bot außerdem deutlich mehr Abwechslung und enthielt nun auch Nebenmissionen, die sich auf andere Einsätze auswirkten. Westwood hatte die C&C-Formel also kräftig weiterentwickelt. Nur wirkte das im Jahr 1999 eben nicht mehr ganz so spektakulär. Deutsche Spieler hatten außerdem wieder mal das Nachsehen. Das Spiel durfte hierzulande nur zensiert erscheinen. Schreie und Blut flogen raus. Außerdem wurden einige Zwischensequenzen entschärft. Und als Sahnehäubchen gab es noch eine wirklich furchtbare Sprachausgabe. Chandra, du verdammter Mistkerl. Solomon ruft nach dir. Die Kodiak ist startklar. Komm. Die deutsche Fassung war auch deshalb ärgerlich, weil Westwood diesmal so großen Wert auf die Handlung gelegt hatte. Die Sci-Fi-Story rund um einen wiederauferstandenen Kane wurde in aufwendig produzierten Videos erzählt, in denen zum ersten Mal auch teure Sets und Außendrehs zum Einsatz kamen. Hollywood-Stars wie Michael Biehn und James Earl Jones gaben sich die Ehre und die Präsentation war von vorn bis hinten durchgestylt. Für Westwood hatte sich die Mühe immerhin ausgezahlt. Tiberian Sun konnte die hohen Erwartungen zwar nie ganz erfüllen, doch die Verkaufszahlen waren ausgezeichnet. Ein Jahr nach dem Hauptspiel folgte die Erweiterung Tiberian Sun Feuersturm. Es war das erste Add-on in der C&C-Reihe, das die Geschichte weitererzählte. Feuersturm lieferte 2 neue Kampagnen, frische Gebäude und zusätzliche Einheiten. Alles in allem also ein gelungenes Paket, das aber nur noch wenig Aufmerksamkeit bekam. Denn nur einen Monat nach Tiberian Sun hatte Ensemble Studios auch sein Meisterwerk Age of Empires 2 auf den Markt gebracht und trieb die Konkurrenz damit gehörig vor sich her. And I'm not afraid of ghosts or you. Perhaps you should be. I've seen the future. Bei Westwood Pacific hatte man derweil ein ganz anderes Spiel auf die Beine gestellt. Nox erschien Anfang 2000 und war ein durchdachtes Action-RPG, das ein reichhaltiges Magie- und Kampfsystem, motivierende Beutejagd und schnelles, zugängliches Gameplay mitbrachte. Außerdem gab es kompetitive Multiplayer-Modi wie Deathmatch oder Capture the Flag. Später wurde auch ein kostenloser Koop-Modus nachgereicht. Doch so nett das alles auch war, hatte das Spiel leider ein gewaltiges Problem. Und das hieß Diablo 2. Blizzards Kultklopper erschien zwar erst ein paar Monate später, war zu dieser Zeit aber schon schwer angesagt. Und gegen den Diablo-Hype kam auch das Marketing von EA nicht an. Nox geriet darum viel zu schnell in Vergessenheit. Aber Westwood Pacific hatte noch ein Ass im Ärmel. Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Die Arbeiten hatten ursprünglich in Las Vegas begonnen, noch vor der Fertigstellung von Tiberian Sun. Weil man sich dort aber doch lieber auf andere Projekte konzentrieren wollte, beschloss man, das Strategiespiel an das neue Schwesterstudio in Irvine abzutreten. So konnte Westwood Pacific nur 1 Jahr nach Tiberian Sun schon das nächste große Command & Conquer präsentieren. Und das hat es in sich. Alarmstufe Rot 2 war der letzte Serienteil in 2D und nutzte die Engine von Tiberian Sun, machte aber vieles besser. Und es war auch deutlich witziger und abgedrehter als sein Vorgänger. In den abwechslungsreichen Missionen befehligte man nun zum Beispiel Kampfdelfine, Telepaten und Riesenkraken. Und in den aufwendigen Zwischensequenzen waren gut gelaunte Schauspieler wie Udo Kier und Ray Wise zu sehen, die den ganzen Unsinn wunderbar mitmachten.
Auch diese Cutscenes entstanden übrigens wieder unter der Regie von Joseph D. Kukin, der die Dreharbeiten bis heute als die schönsten aller Command & Conquer-Spiele bezeichnet. Spielerisch war Alarmstufe Rot 2 ein klarer Schritt nach vorn. Viele Einheiten hatten nun mehrere Funktionen und man bekam deutlich mehr Superwaffen zum Experimentieren. Auf vielen Maps gab es neutrale Gebäude, die man erobern oder besetzen konnte. Das Veteranensystem aus Tiberian Sun kehrte verbessert zurück. Und die Kampagnen waren schnell, kurzweilig und unterhaltsam designt. Manchen war es zwar auch etwas zu abgedreht und bunt, doch heute gilt Alarmstufe Rot 2 als ein Highlight der Serie. Logisch, dass es auch dazu wieder eine Erweiterung gab. Darin musste man gegen die neue Armee des Oberschurken Yuri antreten, die im Multiplayer sogar voll spielbar war. Zwei frische Kampagnen und gut designte Missionen machten Yuris Rache unterm Strich zum besten Add-on in der C&C-Geschichte. Unit lost. Our base is under attack. Wir sind jetzt im Jahr 2001 angelangt und in praktisch jedem Spielerechner steckten mittlerweile gute 3D-Beschleunigerkarten. Und so wagte man mit Emperor Schlacht um Dune den Sprung ins 3D-Zeitalter. Das Echtzeit-Strategiespiel stellt eine direkte Fortsetzung zu Dune 2000 dar und wurde wieder von Intelligent Games in London entwickelt, natürlich unter Aufsicht von Westwood. Die neue Grafik stellte aber auch schon die auffälligste Neuerung dar, denn das Gameplay war im Kern wieder der typische Ablauf, den man schon aus Dune 2 kannte. Mit Atreides, Ordos und Harkonnen eure Wüstenbasis hochziehen, Spice ernten, Truppenmassen bauen, Sandwürmer vermeiden und schließlich den Gegner von der Karte putzen. Diesmal waren die Häuser aber unterschiedlicher aufgebaut. Außerdem durfte man sich zwischen mehreren Unterfraktionen entscheiden. Die Missionen waren etwas abwechslungsreicher und die Kampagne fand auf einer dynamischen Karte statt, auf der auch der Computergegner versuchen konnte, besetzte Gebiete zurückzuerobern. Auch die Videos fielen nochmal eine Ecke schicker und aufwendiger aus und bei der Story konnte man sich ebenfalls steigern. Alles in allem war Emperor also sicher kein schlechtes Spiel, doch abgesehen von der 3D-Engine bot es einfach zu wenig Neues und auch das Marketing war eher verhalten. Emperor blieb hinter den Verkaufserwartungen zurück und damit war das Thema Dune dauerhaft vom Tisch. The spice must flow. This council is ended. 2002 entpuppte sich dann für beide Studios als Schicksalsjahr. Bei Westwood Pacific war man gerade mit einem neuen, noch geheimen Command & Conquer Projekt beschäftigt. Das Team in Las Vegas hatte jedoch andere Pläne verfolgt und veröffentlichte im Februar 2002 zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen reinen Konsolentitel. Das Spiel hieß Pirates – The Legend of Black Cat, ein Action-Adventure in der Karibik. Darin durftet ihr mit eurem Piratenschiff über die See schippern und feindliche Schiffe abballern. Außerdem konntet ihr zu Fuß verschiedene Inseln erkunden, Gegner wegsäbeln und Schätze suchen. Das Spiel erschien nur für PS2 und Xbox, doch PC-Spieler haben hier auch nicht viel verpasst. Die Wertungen waren enttäuschend und das Piratenabenteuer ging sang- und klanglos unter. Doch noch im gleichen Monat präsentierte das Las Vegas-Team schon den nächsten Streich, auf den viele Fans gewartet hatten. Command & Conquer Renegade, das nach zig Verschiebungen endlich mal fertig war. Westwood hatte fast 4 Jahre gebraucht, um den Ego-Shooter im Tiberium-Universum umzusetzen und das Konzept war definitiv ambitioniert. Renegade erzählte die Geschichte des GDI-Kommandos Havoc, der mit roher Waffengewalt gegen die Armeen von Nod antritt. Eine ordentliche Kampagne führte mit vielen Cutscenes durch den trashigen Plot, doch das Leveldesign und das schwammige Waffengefühl enttäuschten auch viele Shooter-Fans. Die Gegner-KI war schwach und grafisch wirkte das Spiel schon bei Release veraltet. Aber es gab auch Dinge, die in Renegade richtig gut waren. Vor allem war es Westwood gelungen, das Schlachtfeld-Feeling von C&C ordentlich einzufangen. Man konnte Gebäude betreten und sogar einige der typischen Fahrzeuge steuern. Das waren prima Ideen, die vor allem im teambasierten Mehrspielermodus so richtig zum Tragen kamen. Darin spielte man entweder auf Seiten von GDI oder Nod und versuchte, die gegnerische Basis zu zerstören. Im Grunde ein C&C zum Mitballern. Und das machte richtig Spaß. Bis sich das rumsprach, war es aber schon fast zu spät. Da Renegade nicht der erhoffte Hit war und auch die Wertungen nur okay ausfielen, wurde das Spiel schnell wieder fallen gelassen.
ein Fehler, wie sich herausstellen sollte, denn ein paar treue Fans begannen viele Jahre später ein Remake auf Basis der Unreal Engine zu entwickeln. Es hört auf den Namen Renegade X und ist eine kostenlose Mehrspieler-Mod, die sogar mit dem Segen von EA erscheinen durfte und die sich seitdem großer Beliebtheit erfreut. Was eigentlich nur zeigt, dass Renegade seiner Zeit schlichtweg voraus war. Im Las Vegas-Team stürzte man sich auf die nächsten Projekte. Eines davon hörte auf den Arbeitstitel Command & Conquer Continuum. Es sollte ein MMO im Tiberium-Universum werden und hatte große Ideen im Gepäck. Zum Start waren drei spielbare Fraktionen geplant: GDI, Nod und Mutanten. Die Story hätte an die Ereignisse von Tiberian Sun Feuersturm angeknüpft und Kabal eine wichtige Rolle verpasst. Das Gameplay sollte actionbetont, zugänglich und taktisch werden, mit einem flüssigen Bewegungsmodell und dynamischen Gefechten in instanzierten Gebieten. Laut ehemaliger Entwickler hatte das Spiel riesiges Potenzial und viele Ideen, die im Genre erst Jahre später populär werden sollten. Leider wurde es nie offiziell angekündigt. Westwood selbst fror das Projekt nämlich in einer frühen Phase ein, damit sich das Team stattdessen auf ein anderes Online-Rollenspiel konzentrieren konnte, Earth and Beyond, das im September 2002 auf den PC startete. Wenig überraschend war auch dieses Spiel ziemlich ambitioniert. Ihr konntet nicht nur im Raumschiff durchs All düsen, euch Dogfights liefern und auf Planeten landen, man durfte auch zu Fuß Raumstationen und andere Locations erkunden. Es gab Quests, Loot, Charakterentwicklung, Handel, Ressourcen und so ziemlich alles, was eben dazugehört. Earth and Beyond bekam gute Kritiken, doch die Verkaufszahlen blieben wieder hinter den Erwartungen zurück. 2 Jahre bevor World of Warcraft ein neues Zeitalter der Online-Rollenspiele einläutete, gelang es Earth and Beyond einfach noch nicht, die nötige Spielerbasis aufzubauen. EA sah keine Zukunft mehr für das MMO und zog den Servern 2 Jahre später den Stecker. Earth and Beyond sollte damit offiziell das letzte Spiel aus dem Hause Westwood bleiben. Denn schon im Januar 2003 bestätigten sich die Gerüchte. Electronic Arts machte Westwood Studios dicht und kündigte an, die Entwickler mit einem anderen Studio zusammenzulegen. EA Los Angeles, das aus dem ehemaligen DreamWorks Interactive hervorgegangen war. Und falls euch der Name nichts sagt, das war das gleiche Team, das vorher Spiele wie Medal of Honor oder das berüchtigte Trespasser entwickelt hatte. Und Westwood sollte nun ein Teil davon werden. Manche Entwickler machten den Schritt mit und zogen von Las Vegas nach Los Angeles um. Andere wurden entlassen oder beschlossen, freiwillig zu gehen. Auch Westwood-Mitbegründer Brad Sperry verließ das Studio im gleichen Jahr und baute sich danach eine zweite Karriere als Fotokünstler und Galerist auf. Sein Gründerpartner Lewis Castle beschloss dagegen, noch einige Jahre zu bleiben, und so wachte er noch eine ganze Weile über die Command & Conquer-Serie und viele andere Projekte bei EA. Mehrere ehemalige Westwoodler gründeten auch neue Studios. Die Programmierer Joe Bostick, Michael Lack und Steve Tall blieben zum Beispiel in Las Vegas und riefen Petroglyph Games ins Leben. Dort haben seither mehrere C&C-Veteranen ein neues Zuhause gefunden und gute Echtzeitstrategiespiele wie Grey Goo oder Star Wars Empire at War abgeliefert. Von der Zusammenlegung war aber nicht nur das Las Vegas-Team betroffen, sondern auch die Schwesterfirma Westwood Pacific. Das Studio im benachbarten Irvine hatte zuerst aber noch ein wichtiges Projekt abzuliefern. Gabon Station, skies are clear. Command & Conquer Generals, das im Februar 2003 auf den Markt kam. Das Team hinter Alarmstufe Rot 2 hatte die letzten 2 Jahre hervorragend genutzt und Westwoods alte 3D-Engine gewaltig aufgemöbelt. Der neue Grafikmotor hieß nun Sage und ließ bei Release unsere Kinnladen runterklappen. Nie zuvor war ein Echtzeitstrategiespiel so detailverliebt und actionreich geraten. Fahrzeuge legten sich bei voller Fahrt in die Kurven oder wurden von Explosionen durchgeschüttelt. Es gab unzählige Partikel- und Zerstörungseffekte und selbst Dutzende Einheiten gleichzeitig renderte die Engine ohne größere Probleme. Da konnte nicht mal Warcraft 3 mithalten.
Generals etablierte außerdem ein neues Spieluniversum, das nichts mehr mit den Vorgängern zu tun hatte. Diesmal gab es ein realistischeres Kriegsszenario, in dem USA, Chinesen und die Terrororganisation GLA aufeinander losgingen. Eine richtige Story hatte man sich diesmal allerdings gespart und die typischen Videosequenzen fielen auch komplett flach. Dafür ging es beim Gameplay kräftig vorwärts. Manches änderte sich sogar grundlegend. Alle Fraktionen setzten auf stark unterschiedliche Gebäude, Einheiten und Upgrades. Das Rohstoffernten wurde auf ein absolutes Minimum zurückgefahren und beim Basisbau kamen nun Arbeitereinheiten zum Einsatz. Da mussten sich C&C-Fans erstmal gewaltig umstellen. Trotzdem konnte Generals große Erfolge feiern und auch die Wertungen waren gut. In Deutschland wurde das Spiel jedoch wieder zu einem Problem. Vor allem die thematische Nähe zum Irakkrieg rief die Jugendschützer damals auf den Plan. Das Originalspiel wurde indiziert und EA musste eine deutsche Fassung nachproduzieren, in der einige Inhalte abgeändert wurden. Erst 2013 hob die BPJM das Urteil wieder auf, sodass man Generals auch hierzulande wieder uncut spielen kann. Nach dem Release wurde auch EA Pacific in das neue Gesamtstudio eingemeindet. Bei EA Los Angeles stellten sich dann alle Teams neu auf. Ein Teil des Studios würde sich künftig vor allem um Shooter wie Medal of Honor kümmern. Die andere Gruppe, zu der auch die verbliebenen Westwoodler zählten, sollte neue Strategiespiele umsetzen. Als erstes begannen die Arbeiten an einer Erweiterung zu Command & Conquer Generals, die schon 7 Monate nach dem Hauptspiel in den Händlerregalen stand. Das Add-on hörte auf den Namen Die Stunde Null und konnte genau wie sein Hauptspiel gute Kritiken einfahren. Danach wurden wieder mal neue Konzepte rund um Command & Conquer diskutiert. Eines davon war der Ego-Shooter Renegade 2 Battlegrounds, der bereits seine Vorproduktion abgeschlossen hatte. Das Spiel sollte deutlich ausgefeilter werden als der Vorgänger und sich noch mehr auf den Multiplayer konzentrieren. Aber auch eine Kampagne war geplant, die diesmal im Alarmstufe Rot-Universum nach Yuris Rache spielen sollte. Die Entwickler hatten eine frühe Präsentationsversion zusammengebaut und viele coole Ideen für die Mehrspielerschlachten. Die alte Engine war bereits aufgemotzt und man konnte auch schon ein bisschen was spielen. Doch nach einer Sichtung beschloss EA, das Projekt nicht weiter zu verfolgen und stellte Renegade 2 ersatzlos ein. Manche Entwickler vermuteten später, die Verantwortlichen haben wohl befürchtet, das Spiel könnte Battlefield 1942 in die Quere kommen. Denn das war gerade erst ein Jahr davor erschienen. Auch Command & Conquer 3 kam zu dieser Zeit wieder ins Gespräch. Erste Konzepte für einen dritten Tiberium-Teil hatte Westwood schon nach der Fertigstellung von Tiberian Sun begonnen, doch danach wurde das Projekt immer wieder mal angeschoben, abgeändert und wieder auf Eis gelegt. Zwischenzeitlich sollte es zum Beispiel den Titel Tiberian Incursion tragen, eine 3D-Engine verwenden und neben einer dritten Kabal-Fraktion auch die Skrin-Aliens einführen. Doch daraus wurde erstmal nix. C&C3 kam zu der Zeit einfach nicht so recht in die Gänge. Stattdessen beschloss EA, Command & Conquer ruhen zu lassen und die Entwickler lieber an die wertvolle Herr-der-Ringe-Lizenz zu setzen. Das Ergebnis war Schlacht um Mittelerde, das 2004 für den PC erschien. Das Spiel fing die Atmosphäre der Filme hervorragend ein, spielte sich klasse und kassierte gute Wertungen. 2 Jahre später folgte dann ein verbesserter Nachfolger, der deutlich zeigte, dass die Entwickler es immer noch so richtig drauf hatten. Das Spiel war so gut, dass man auch hier wieder ein Add-on in Auftrag gab. Auch Aufstieg des Hexenkönigs kam gut bei den Spielern an. Allerdings wurde die Erweiterung diesmal nicht von EA LA, sondern von Breakaway Games entwickelt, ein unabhängiges Studio in Baltimore. Der Qualität hat es jedoch nicht geschadet. I have linked your battle interface with my command console. I want you to have the privilege of starting the third Tiberium War. The war to end all wars. Mittelerde war ja schön und gut, doch die Fans sehnten sich wieder nach einem neuen Command & Conquer. 2006 wurde ihre Geduld dann mit der Ankündigung von Command & Conquer 3 Tiberium Wars belohnt. Im März 2007 war es fertig und wurde sehr gut von Presse und Fans aufgenommen. Der dritte Tiberium-Krieg wurde wie früher in 2 Kampagnen erzählt und verpasste GDI und Nod eine gelungene Frischzellenkur. Spielerisch war es eine Art Best-of aus allen Vorgängern. Basisbau und die Jagd nach Ressourcenfeldern wurden beispielsweise wieder wichtiger. Es gab neutrale Gebäude wie in Alarmstufe Rot 2 und auch das Veteranensystem kehrte zurück.
Nach dem Vorbild von Generals gab es aber auch deutlich weniger Mikromanagement und das Balancing war noch stärker auf dem Schere-Stein-Papier-Prinzip aufgebaut. Damit gelang den Entwicklern ein guter Spagat zwischen zugänglicher Taktik und Action. These are interesting times. Zur Freude vieler Fans brachte Tiberium Wars auch wieder die Videosequenzen zurück. Diesmal ging man sogar noch weiter und heuerte gleich eine halbe Fußballmannschaft aus Kino- und Serienstars an. Auch Joseph D. Kukin kehrte wieder in seiner Paraderolle als Sektenführer Kane zurück. Nur den Regieposten überließ er diesmal anderen Leuten. Eine der größten Neuerungen von Tiberium Wars stieß aber auf geteiltes Feedback. Die Skrin, eine dritte Fraktion mit eigenen Truppen, Gebäuden und Technologien. Die Aliens bekamen eine eigene Mini-Kampagne spendiert und waren auch im Multiplayer voll spielbar. Ihr Design fiel jedoch ziemlich einfallslos aus und auch beim Balancing hatten die Skrin so ihre Problemchen. Trotzdem war Tiberium Wars ein starkes Comeback. Und auch EA setzte große Hoffnungen in den Titel, insbesondere in den Multiplayer, mit dem man endlich den Durchbruch im E-Sport schaffen wollte. Vergeblich, wie sich später herausstellen sollte. Wie alle C&Cs bekam aber auch Tiberium Wars nach einem Jahr seine verdiente Erweiterung. In Kanes Rache erlebten wir eine Vorgeschichte zu Tiberium Wars mit neuen Missionen und Einheiten, die den Multiplayer stark aufwerteten. Als Highlight war außerdem der rundenbasierte Conquest-Modus enthalten, der das Spiel um eine taktische Spielebene im Risikostil erweiterte. Um die engen Zeitpläne einzuhalten, wurde auch Kanes Rache nicht intern entwickelt, sondern in erster Linie wieder von Breakaway Games umgesetzt. So schaffte sich EA LA wichtige Freiräume, die jetzt dringend gebraucht wurden. Denn gerade mal 1,5 Jahre nach Tiberium Wars sollte schon wieder das nächste große Command & Conquer vom Stapel rollen. Den Namen hatte man auch schon längst enthüllt. Alarmstufe Rot 3. Command & Conquer Alarmstufe Rot 3 erschien dann im Oktober 2008, also nur ein halbes Jahr nach Kanes Rache. Trotz der kurzen Entwicklungszeit zeigte sich das Spiel gut in Form und es war nochmal eine ganze Spur alberner und trashiger als der Vorgänger. Die Zusammenfassung liest sich in etwa so. Nach ihrer Niederlage beschließt die sowjetische Führung, per Zeitmaschine in die Vergangenheit zu reisen, um Albert Einstein zu zerbröseln. Das hat zur Folge, dass die Atombombe nie erfunden wird, wodurch viele Jahre später das japanische Reich der aufgehenden Sonne auf den Plan tritt und einen Eroberungsfeldzug beginnt. Das Spiel gab sich alle Mühe, um sich von den Vorgängern abzuheben. Jede der drei Fraktionen hatte zum Beispiel eigenständige Baumethoden und weil der Kampf zur See diesmal in den Mittelpunkt rückte, ließen sich die meisten Gebäude auch auf dem Wasser platzieren. Außerdem hatten alle Einheiten nun eine Besonderheit, wie eine zweite Verwandlungsform oder eine Spezialfähigkeit. Das war zwar cool, allerdings hat Alarmstufe Rot 3 dadurch auch deutlich mehr Mikromanagement als jedes andere C&C. Und auch das bunte Design wurde nur mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Trotzdem hatte Red Alert 3 aber auch viele Stärken, zum Beispiel nette Missionen, einen tollen Soundtrack und wundervoll schrullige Videos, in denen sich Stars wie George Takei, Tim Curry oder J.K. Simmons die Klinke in die Hand gaben. Außerdem gab es zum ersten Mal einen fest integrierten Koop-Modus. Dadurch konnte man jede Kampagnenmission auf Wunsch alleine mit einem KI-Partner oder mit einem zweiten Spieler erleben. Eigentlich ein cooles Feature. Trotzdem gab es zum Release mächtig Ärger, denn die PC-Fassung wurde mit dem umständlichen Securom-Kopierschutz ausgeliefert, der viele damals auf die Palme brachte. Für Steam wurde der Kopierschutz zwar später wieder rausgepatcht, doch da war das Spiel schon bei vielen Fans unten durch. Die Erweiterung Uprising, die nur 5 Monate nach dem Hauptspiel erschien, enttäuschte außerdem mit nur 4 Mini-Kampagnen, die dem Erlebnis kaum was hinzufügten. Auch wenn Alarmstufe Rot 3 also letztendlich ein gutes Spiel war, hat der Ruf der Marke ein wenig gelitten. Und dabei wollte EA doch eigentlich alles besser machen. Schon Anfang 2008 hatte man sogar eine echte Überraschung angekündigt, den taktischen Ego-Shooter Tiberium. Das Actionspiel wollte nicht in die Kerbe von Renegade schlagen, sondern war nach den Ereignissen von Tiberium Wars angesiedelt. In der Story-Kampagne solltet ihr miterleben, wie die Skrin eine weitere Invasion auf die Tiberium-verseuchte Erde starten, alles schön dramatisch und düster inszeniert. Das Spiel basierte auf der Unreal Engine 3 und war nach 2 Jahren Entwicklung ziemlich weit fortgeschritten. EA lud sogar zu Preview-Events ein, an denen auch wir teilnahmen und wo wir das Projekt erstmals in Aktion erlebten. Doch im September 2008 wurde die Entwicklung von Tiberium unerwartet abgebrochen.
Laut EA hätte der Shooter einfach nicht die nötige Qualität erreicht, um sich im umkämpften Shootermarkt durchzusetzen. Es war ein weiterer schwerer Schlag für C&C-Fans, die große Hoffnungen für den Titel hatten, und es sollte auch nicht der letzte bleiben. Hinter den Kulissen begann mal wieder die Suche nach dem nächsten großen Ding. Dabei stieß man auf ein Konzept, das intern den Arbeitstitel Command & Conquer Arena trug. Das Spiel war anfangs als eine Art Mehrspieler-Spin-Off von Tiberium Wars geplant, gerichtet an den asiatischen Markt, in dem Online- und Free-to-Play-Spiele schon damals populär waren. 2008 wurde das Projekt jedoch eingestellt und man beschloss, aus dem Prototypen lieber einen vollwertigen Nachfolger zu machen. Obwohl einige Entwickler später erklärten, dass sie mit dieser Entscheidung unglücklich waren, gab es kein Zurück mehr. Man musste eine Singleplayer-Kampagne um das Ding rumstricken, die wieder im Tiberium-Universum angesiedelt war, und so taufte man das Spiel widerwillig Command & Conquer 4 Tiberian Twilight. Schon im Vorfeld wurde deutlich, dass das Projekt keine klare Linie verfolgte. In den Promo-Videos mühten sich die Entwickler sichtbar ab, um das Konzept irgendwie zu verkaufen, und viele Fans äußerten ernste Bedenken. Doch es half alles nichts. Command & Conquer 4 erschien im März 2010, stellte die Marke gründlich auf den Kopf und entpuppte sich als Reinfall. Zum Beispiel fiel der typische Basisbau diesmal mehr oder weniger weg. Stattdessen musste man sogenannte Crawler aufs Schlachtfeld rufen. Das waren mobile Stützpunkte, die man wie Einheiten über die Map scheuchen konnte und mit denen ihr, je nach Klasse, starke Einheiten bauen, Defensiven errichten oder Unterstützung anfordern konntet. Die ganze Mechanik war nicht einfach nur sinnlos, sie war auch klar auf kooperatives Spielen zugeschnitten und fühlte sich umständlich an. Auch andere geliebte Spielmechaniken, wie zum Beispiel das Tiberium-Sammeln, hatte man gestrichen. Stattdessen musste man Kontrollpunkte einnehmen, und weil C&C 4 zwingend eine Online-Verbindung voraussetzte, flossen alle Spielfortschritte aus Single und Multiplayer in einen übergreifenden Charakterlevel. Auf höheren Rängen konnte man dann neue Einheiten und Upgrades freischalten, was nicht nur C&C-Fans mit dem Kopf schütteln ließ. Da half es auch nicht, dass man die zwei Kampagnen mit vielen Zwischensequenzen garnierte. Die überdramatische Geschichte versuchte irgendwie Kanes Handlungsbogen abzuschließen, verzettelte sich dabei aber gründlich und ließ die meisten Fans enttäuscht zurück. Command & Conquer 4 gilt damit als der schwächste Teil der gesamten Hauptserie, und entsprechend fielen auch die Bewertungen aus. Das Westwood-Urgestein Lewis Castle hatte mit dem Spiel übrigens schon nicht mehr viel am Hut, der brach nämlich 2009 seine Zelte ab und verließ EA ohne viel Aufsehen. EA machte dann leider auch in den nächsten Jahren wenig Anstalten, um die enttäuschten Fans zurückzugewinnen. Von anderen Studios ließ man zum Beispiel nur ein paar Mobile Games entwickeln, doch die eingeschworene Command & Conquer Community ließ das natürlich kalt. Im Juli 2010 kündigte man außerdem weitere Entlassungen und Umstrukturierungen an. EA Los Angeles wurde in Danger Close Games umbenannt, wo sich das Action-Team in Zukunft nur noch um die Medal of Honor-Serie kümmern sollte. Die Strategiesparte wurde dagegen in ein neues Team namens Victory Games ausgegliedert, das sich nun um die Neuausrichtung von Command & Conquer kümmern sollte. Zwischendurch wurde das Studio nochmal in BioWare Victory umbenannt, doch den Quatsch mit den BioWare-Labels machte EA schon im nächsten Jahr wieder rückgängig. In diesem ganzen Chaos hatte Victory schon sein nächstes Projekt ausgeheckt, ein brandneues Command & Conquer, mit dem man die verprellten Fans wieder zurückgewinnen wollte. Im Dezember 2011 wurde das Spiel mit einem kurzen Teaser angekündigt und der Titel machte Hoffnung. Command & Conquer Generals 2. Die Infolage war anfangs dünn. Man wusste lediglich, dass das Spiel auf der Frostbite-Engine basieren und die Marke zu alter Stärke zurückführen sollte. Doch dann zeigte sich, dass auch dieses C&C unter keinem guten Stern stand. Im August 2012 kündigte EA an, dass Generals 2 künftig nur noch Command & Conquer heißen soll. Denn mittlerweile hatte man das Spiel zu einer Live-Service-Plattform umgebaut, die auf einem Free-to-Play-Modell basieren sollte. Die Befürchtungen der Fangemeinde hatten sich damit bestätigt, denn zu dieser Zeit waren die vermeintlichen Gratis-Spiele mit ihrem endlosen Monetarisierungspotenzial der letzte Schrei bei vielen Entwicklern. Auch EA träumte vom großen Geld, wie der COO Peter Moore damals immer wieder gerne betonte. Es war die Zeit, in der Spiele wie Plants vs. Zombies 2 oder das grottige Dungeon Keeper für Mobile-Geräte entstanden. Für EA war Free-to-Play damals die Zukunft und Command & Conquer sollte den Beweis liefern.
Das neue Command & Conquer sollte aber nicht nur die Basis für Generals 2 sein. Wenn es nach EA ging, würden auch die nächsten Spiele aus dem Tiberium und Alarmstufe Rot Universen in der gleichen Plattform erscheinen. Außerdem wurde bekannt, dass Generals 2 nun ganz auf den Multiplayer zugeschnitten sei. Einzelspielerinhalte waren vorerst nicht mehr geplant. Das neue C&C wurde schließlich als Alpha-Fassung einer ausgewählten Gruppe von Spielern zugänglich gemacht. Natürlich noch nicht fertig oder ausbalanciert, aber schon voll spielbar. Zur Gamescom 2013 gab EA dann bekannt, dass das Spiel nun doch optionale Singleplayer-Kampagnen liefern wird. Details zu Monetarisierung gab es zwar immer noch nicht, doch die Laune bei den Fans besserte sich langsam wieder. Die Alpha spielte sich zwar noch unaufgeregt und war auch grafisch nichts Besonderes, doch im Kern hatte man hier schon ein ganz solides Echtzeitstrategiespiel der alten Schule, das einfach noch mehr Feinschliff gebraucht hätte. Doch diese Zeit bekam Victory Games nicht mehr, denn am 29. Oktober 2013 folgte plötzlich das Aus. Nachdem man gerade erst die Pläne für eine Beta-Phase angekündigt hatte, stellte EA die Entwicklung von Command & Conquer überraschend ein. Offizielle Begründung: Das Feedback der Alpha-Tester sei zu negativ gewesen. Dem haben später allerdings einige Entwickler und Brancheninsider widersprochen. Die behaupteten, das Spiel sei völlig in Ordnung gewesen und schlichtweg durch fehlgeleitete Firmenpolitik unter die Räder geraten. So oder so, für Victory Games bedeutete es das endgültige Aus. Für Westwood-Liebhaber war es eine traurige Zeit. Das vierte C&C ein Reinfall, Tiberium und Generals 2 gecancelt. Und was bekamen sie stattdessen? Command & Conquer Tiberium Alliances, ein Browser-Game, das 2012 von EA Phenomic entwickelt wurde. Mit Command & Conquer hatte das steife Gameplay natürlich herzlich wenig zu tun und das Free-to-Play-Modell war vielen nicht geheuer. Im Gegensatz zu Generals 2 wurde Tiberium Alliances aber wenigstens fertiggestellt und ist heute, Stand 2023, immer noch spielbar. Die Entwickler haben davon allerdings nicht mehr viel, denn auch EA Phenomic wurde im Jahr 2013 dicht gemacht. Erst 2018 sollte ein neues Command & Conquer erscheinen und wieder sorgte es für lange Gesichter. Command & Conquer Rivals war ein weiterer Mobile-Titel für Android und iOS, der kaum noch was mit der Marke gemein hat. Das Spiel ist auf kurze PvP-Scharmützel ausgelegt und wurde von EA Redwood Studios entwickelt, natürlich mit Free-to-Play-Modell und ordentlich Mikrotransaktionen. Schon bei der Ankündigung wurde Rivals von den enttäuschten Fans in der Luft zerrissen. Gebracht hat der Shitstorm aber nichts. Das Spiel ist auch heute noch im App Store erhältlich und wurde allein bei Google Play über 1 Million Mal runtergeladen. Die alte Westwood-Magie war verflogen und die Entwickler hatten sich in alle Winde verstreut. Einen kleinen Trost gibt's aber bis heute. Die meisten Westwood-Spiele wie Lands of Lore oder Blade Runner kann man immer noch ganz normal kaufen und zocken. Nur die Dune-Serie geistert schon seit vielen Jahren als Abandonware durchs Netz, da EA nicht mehr die Rechte an der Marke hat und die Spiele deshalb nicht offiziell verkaufen darf. Die ersten drei C&C-Teile wurden dafür sogar gratis als Download veröffentlicht, was sicherlich ein netter Zug war. Doch Westwoods Strategieklassiker laufen auf modernen Systemen oft nicht mehr so, wie sie sollen. Zum Glück sprangen hier aber talentierte Fans in die Bresche und entwickelten inoffizielle Patches, Mods und teilweise sogar komplett neue Engines wie OpenRA. Dank ihnen könnt ihr heute so ziemlich alles von Dune 2000 bis Generals wieder richtig anständig am PC spielen, teilweise sogar mit neuen Bugfixes, modernen Auflösungen, Multiplayer-Support und vielen anderen Verbesserungen. Die Ergebnisse sind fantastisch und beweisen, wie viel Leidenschaft bis heute in dieser Community steckt. 2018 gab es zur Abwechslung auch mal wieder gute Nachrichten von offizieller Seite. EA kündigte an, dass man die ersten beiden C&C-Spiele als schicke Remaster-Versionen zurückbringen wird. Die Neuauflagen sollten bei Petroglyph Games entstehen, wo auch heute noch einige Veteranen von Westwood arbeiten. Die Fans freuten sich, auch weil die Community diesmal stark in die Entwicklung eingebunden war. 2 Jahre lang wurde an den Neuauflagen gefeilt, bis die Sammlung dann im Jahr 2020 marktreif war. Spielerisch hatte sich zwar nur wenig getan, doch optisch gab es ein knackscharfes 4K-Upgrade. Dazu eine verbesserte Steuerung, eine praktische Missionsauswahl, neue Mehrspielerfunktionen und sämtliche Erweiterungen waren ebenfalls enthalten. Alles in allem ein schönes Fanpaket, das sich auch richtig gut verkauft hat. Da bleibt eigentlich nur die Frage, warum nicht auch die Nachfolger so eine Frischzellenkur bekommen haben. Bei Age of Empires ging es ja schließlich auch. Doch bislang hat EA keine weiteren Remasters angekündigt. Um die Marke C&C ist es also wieder mal still geworden.
Sicher ist darum nur eins: Das Erbe von Westwood bleibt unvergessen. Egal ob in Las Vegas, Irvine oder LA, bei Westwood entstanden Spiele, die gewaltige Spuren hinterlassen haben. Spiele, die bis heute auf eine treue Community zählen können. Eine, die selbst nach mehr als 30 Jahren dafür sorgt, dass wir immer noch Spice sammeln, Replikanten jagen, Yuri durch die Zeit verfolgen oder treudove Ernter übers Tiberiumfeld schicken können. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Man kann Studios schließen und ganze Marken begraben, doch der Geist von Westwood, der lebt weiter.